zum Lager. Und dem Fleisch ins Lager zurück. Okay. Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Oha. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Mit seinen toten Genossen gesehen. Oh verdammt. Das können wir doch nicht so rumpelt am Leben lassen. Verdammt. Selbst aus der Nähe kannst du nicht treffen. In den Arsch. Jäger und Gejagte. Bisschen Jagen üben. Oh, ein Kaninchen. Ein Häschen. Oha. Bisschen Jagen ist nicht ganz so einfach. Auch wenn sie direkt vor einem sind. Holy shit. Bartkatz. Wenn so ein großes, Reh jagen, ist einfach. Kleiner Hoppelhase. Ach, scheiße. Hat mich ein Reh überrumpelt. Da haben wir's. Das wird nicht viel bringen. Such ich in das Häschen. Aber wir müssen jagen üben. Okay, wo geht's zum Lager zurück? Wahrscheinlich da hoch. Müllorientierung. Ja, Erfahrungspunkte. Den Vogel zu kriegen, das wird nichts. So gut sind wir noch nicht. Üben wir uns erstmal an Häschen und an Rehen. Genau so. Geht's hier jetzt zurück? Fürs Aufwärts sind wir, glaube ich. Zum Lager zurück. Hier geht's zum Lager oder wie? Ich glaube, das Lager war relativ weit oben. Ach, da musst du mal hin.
Tun wir uns ein bisschen Fleisch braten. Lager. Fähigkeitspunkte. Verwenden Sie Fähigkeitspunkte, um Fähigkeiten im Menü auszubauen. Aha, Skill Tree. Tierische Instinkte halten Sie die Augen offen, um schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Gemeistert. Aber wenn wir das Kaninchen gejagt haben. Okay. Überleben. Lebenskunst. Sammeln Sie zunächst. Sammeln Sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Durchsuchen Sie Kisten und Truhen sorgfältig, um zusätzliches Bergungsgut zu erhalten. Plündern Sie Tierkadaver sorgfältig, behalten Sie zusätzliches Bergungsgut. Pfeile wiederfinden. Finde Bogenschützen, ziehen Pfeile aus neutralisierten Feinden. Finden Sie bei toten Feinden versteckte Taschen, um zusätzliche Munition zu erhalten. Verbessern Sie Ihre Kletterkünste, um sich schneller fortzubewegen und Sturzschäden zu vermeiden. Oh, Fallschaden. Orientierung. Setzen Sie Ihre geschärften Sinne ein, um versteckte Belohnungen zu finden. Kartografie. Alle Grabeingänge und Schatzgraben sind nun für Ihre Karte verzeichnet. Okay. Die erste Sache haben wir ja dann schon mal. Kommen wir hier raus aus dem Menü. Okay. Die Fähigkeit gemeistert. Hilfe ich wieder raus. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth. Eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat's jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Diese Drohne Batterie ist irgendwann alle. Ja, nicht stehen bleiben. Finden Sie einen Weg aus dem Wald. Okay. Dann mal let's go. Musik. Ich weiß nicht, Musik würde ich jetzt nicht als unbedingt was Gutes betrachten. Weil wir hier einen Wilden hatten. Der uns schon verfolgt hat. Hallo? Ist jemand hier? Ja, das ist ganz offensichtlich eine Falle.
ob das so ist. Vielleicht ja hier lang. Scheint um runter zu steigen. Wir vergessen mal alles und steigen hier einfach runter. Folgen hier einfach mal der Musik. Alle Überlebensinstinkte ignorieren. Traditionelle Nomas gestellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Oha. Im Inneren befinden sich Spuren von weißer Farbe. Wer immer die Maske benutzte, war von adeliger Abstammung. Ja. Das ist gruselig. Ich brauche was zum Aufstehen. Okay, was hat das jetzt gemacht? Stemmaxt. Okay. Die können wir brauchen. Na komm. Stemm. Und weiter hier. Richtig Pumpe warten. Finden wir da heraus, wer hier so gesungen wird. Ich weiß nicht, ob ich das will. Sam? Ja. Wir haben ein Feuer. Such den Rauch. Wir sind unterwegs. Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay, er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich.
Ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steig ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten, von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Man hinatscht. Na toll. Verdammte Scheiße. Ach du Scheiße. Ins Herz. So kann man auch genug Zeit. Oha. Jetzt aufraffen und weiter. Vogel. Mit dem kaputten Bein. Froh, euch zu sehen. Wieso das ist laufen? Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, Miss Reyes. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte. Was ist mit Ralph? Okay. Aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Ross, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe mit dir. Ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Roth. Na toll. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. So, ein Ballast dabei. Ist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Sorry, den halte ich irgendwie für Ballast. Den, ich habe so viel Geld hineingepumpt. Bestimmt Russland geht. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Auf Nummer wiedersehen. Den sehen wir nicht mehr wieder. Ich überlebe das nicht. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Ich kann wieder rennen. Ja, nee, ist klar. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai.
Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer. Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit. Aha, Alice, was das Licht berührt. Simba. Also unser Kollege ist hier aufgebrochen. Dann wollen wir ihm folgen. Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf. Da ist ein großes Tor. Wollen wir die Beeren mitnehmen? Wir können wir. Okay, wir haben voll. Ausweichmanöver. Ach, scheiße. Ach, du Kacke. Ach, scheiße. Seh die gar nicht. Verdammt. Ich kann nicht zielen. Hier sind ein paar Wölfe. Ich hab das schon mal gesehen. Ich würde die Treppe angreifen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Oh, Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Wir brauchen einen Probeknüppel. Bergungsgut. Wo sind die Wölfe hin? Sind wohl weg, die Wölfe. Abbrüht der Angst. Okay, das können wir nicht aufsammeln. Da brauchen wir erstmal. Nehmen wir erstmal das Kleine. Das funktioniert. Ich brauche nur ein bisschen mehr. Haut ab! Ach, scheiße, Wölfe. Verdammt! Kannst mal zielen. Okay, irgendwie wollen die hier nicht hin. Die haben Angst vor der Richtung. Ach, scheiße. Lecker Wolfsfleisch. Wolfsfleisch. Wir haben zwar noch nichts gegessen, aber schon einiges an Fleisch gesammelt. Bringt Erfahrungspunkte. Und wie machen wir dann die erste Stärke? Noch ein Schrein. Wen beten die wohl an? Tja, ich weiß nicht, ob ich das herausfinden will.
Feuer erforderlich. Okay, fliegen wir Fackeln her. Eine Fackel. Sprinttaste gibt's ja nicht. Ich hol mir das Reh. Oha! Wölfe! Irgendwo noch eine Kiste. Hier ist die Kiste. So, das müsste reichen. Mal sehen, ob ich die Axt wieder hinkriege. Und wie können wir die Axt hinkriegen? Okay, ein Lager finden. So, das müsste reichen. Gibt es da oben keine Möglichkeit? Ein Lager müssen wir finden. Okay, wo könnte ein Lager sein? Dort drüben eventuell. Lara Croft, eine Archäologin von der Endurance, gestrandet auf einer Insel im Drachendreieck östlich von Japan. Dieser Ort okay, ist unglaublich. Jetzt ich habe hier Jahrhunderte alte Wracks gesehen. Ja. Wir waren nicht die Ersten. Und ich weiß, wir sind nicht allein. Alles klar? Das große Tor öffnen. Kann losgehen, Doktor. Leg los! Tun wir nicht erstmal. Fantastisch. Nichts drin, was wir brauchen können. Na dann öffnen wir nochmal die Tür. Ich habe da drüben noch irgendwo eine andere große Truhe gesehen, aber was soll es. Erstmal rein hier. Eventuell ein Point of No Return, aber wir werden auch noch andere Kisten finden. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonne. Oh, eine Fackel. Himiko. Sie kennen aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische. Elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Okay.
unglaublich. Es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Nein. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Still. Nein! Ich kläre das! Nein! Nein! Bitte! Hau ab! Der Idiot.